Am Wort ist der Abgeordnete Günther Kumbitsch. Bitte, Herr Abgeordneter. Herr Abgeordneter, Sie haben vorhin einen Zwischenruf getätigt, wo Sie gesagt haben, diese Rede ist eine intellektuelle Beleidigung. Das habe ich auch durchgehen lassen. Bitte, Herr Abgeordneter. Okay. Ja, gut. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrter Herr Finanzminister, Kolleginnen und Kollegen, Zuhörer auf den Rängen und vor den Bildschirmen. Der Aufteilungsschlüssel von 1,5% der Wohnbevölkerung würde für Graz bedeuten, dass sich der derzeitige Stand von 1.552 untergebrachten Fremden auf 4.113 erhöhen würde. Welche unmittelbaren Auswirkungen auf die Bevölkerung dieser enorme Zuwachs haben würde und wie sie sich damit zurechtfinden soll, interessiert sie offenbar nicht. Es ist eine Zumutung für den Rechtsstaat, Länder und Kommunen von ihren Kompetenzen auszuschließen und ihnen noch dazu jegliches Rechtsmittel dagegen zu nehmen. Der überwiegende Anteil an Fremden, ca. 70%, sind Wirtschaftsflüchtlinge, die jetzt einmal anders formuliert, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Asyl und Schutz beantragen und somit sich illegal im Land aufhalten. Dass man nicht in der Lage ist, im Konsens mit den Kommunen Flüchtlinge unterzubringen, soll also der Grund sein, warum eine der Grundsäulen unserer Verfassung untergraben und die Autonomie der Länder und Gemeinden beschnitten werden soll. Als Jurist halte ich dieses Verfassungsgesetz für rechtlich äußerst bedenklich. Es stellt keine Lösung des tatsächlichen Problems dar. Ohne Einbindung der Gemeinden respektive der Bevölkerung werden die geplanten Maßnahmen nicht akzeptiert werden. Die logische Folge wird steigender Unmut in der Bevölkerung und Eskalation ist vorprogrammiert. Wir sollten uns daher die Frage stellen, warum eine Bundesregierung so weit geht und jahrzehntelang bestehende Autonomien aushebeln will. Der Grund kann dafür nur im bisherigen politischen Versagen in ihren Aufgaben zu finden sein, sodass das Land im Asylchaos versinkt. Ein wesentlicher Aufgabenbereich wäre es gewesen, das Schlepperwesen von Anfang an energisch und mit Konsequenz zu bekämpfen. Grenzsichernde Maßnahmen unter Einbeziehung des Heeres hätten schon längst ergriffen werden müssen. Angesichts der Ohnmacht angrenzender EU-Staaten den Flüchtlingsstrom aufzuhalten, wäre auch die dringend notwendige Grenzsicherung rechtlich sicherlich gedeckt. Wirtschaftsflüchtlinge hätten und gehören unverzüglich wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt, da diese den Platz und auch die finanziellen Mittel für tatsächlich schutzbedürftige Menschen vereinnahmen. Ich fordere Sie daher auf, nehmen Sie Abstand von diesem rechtlich äußerst bedenklichen, dieser Änderung dieses Bundesverfassungsgesetzes. Kommen Sie endlich Ihren Aufgaben nach oder übertragen Sie diese an jene, denen man seitens der Bevölkerung noch Vertrauen entgegenbringen kann.